Stahlbad, ja, Stahlbad, warte, warte, ich bin da. So, gehen wir in die Stadt. Das geht's. Das ist es also, Puerto Isabella. Sehr schön. Halli. Verdammt. Hallo. Das Schiff, das dort vor Anker liegt, ist nicht Crow's Schiff. Scheiße. Ha, sieht so aus, als müsstest du alleine weiter. Warum? Wenn mich die Protektoren in die Finger kriegen, würden sie mich einbuchten. Dich allerdings kennt hier keine Sau. Also, geh in die Stadt und versuche, sie zu überreden, uns zu helfen. Puh. Gut. Wenn du etwas in Erfahrung gebracht hast, dann berichte mir davon. Ich gehe zurück ins Lager und kümmere mich um ein Rumfässchen. Bis später. Wo will er hin? Er geht zurück ins Lager, zu seinem Rumfass. Sehr gut. Das ist vielleicht die Gelegenheit, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. Hä? Hä? Mein Vater wird wahrscheinlich das ganze Fass alleine austrinken. Anzunehmen. Und weiter? Wenn er richtig schön blau ist, wird er immer so redselig. So erfahren wir vielleicht, auf welcher Insel er seinen Schatz versteckt hat. Verstehe. Du willst also auch zurück ins Lager. Das schaffst du auch ohne mich. Sei vorsichtig und komm heil zurück, mein kleiner Held. Bis später. Bis später, Patty. Oh, super. Also ob wir da so heil zurückkommen, ich weiß es nicht. Patty möchte gehen. Nicht mal ein Abschiedsküsschen habe ich bekommen. Egal. Okay, wir versuchen es. Am besten kaufe ich mir noch Kleidung hier von denen. Stimmt, also auffallen werde ich wahrscheinlich nicht. Ich schaffe das schon irgendwie. Jetzt müssen sie mich nur reinlassen und mich nicht töten wollen. Ich habe nämlich so ein bisschen das Problem an mir. Also ich weiß nicht, so gut im Leute überreden. Na, bin ich jetzt nicht? Schauen wir mal. Ich verhalte mich auch nicht gerade wie der beste Assassine, aber wir schaukeln das, oder? Hallo. Halt. Was? Das ist Puerto Isabella, Stadt der Inquisition, unter dem Befehl von Kommandant Sebastiano. Ich schätze, dann bin ich hier genau richtig. Ein Moment, Pirat. Was willst du in der Stadt? Moment, so ein Pirat bin ich nicht. Ich habe gehört, bei euch gibt's guten Rum. Ich habe gehört, bei euch gibt's guten Rum? Ja, das wäre schön. Gegen einen guten Rum hätte ich nichts einzuwenden. Aber davon gibt's hier nicht viel. Außerdem sind unsere Vorräte rationiert. Ich habe hier noch eine Flasche Rum. Hey, was ist das denn? Ein guter Tropfen aus Tacarigua. Kann ich jetzt rein? Na schön, du kannst rein. Am besten du meldest dich gleich bei Kommandant Sebastiano. Aber ich warne dich. Lass deine Waffen stecken und deine Finger bei dir. Sonst noch was? Willkommen in Puerto Isabella. Danke. Ja, ja. Franco, ich mach schon nix. So, Puerto Isabella gefunden. Ist das da, Madame Isabella? Hallo? Hey, du siehst aus, als hättest du Durst. Und du siehst aus, gut siehst du aus. Ich hab mich schon gefragt, wer du bist. Hier sieht man selten neue Gesichter. Ich bin neu hier. Ich bin neu hier. Ja, natürlich. Sonst würde ich dich erkennen. Ich bin Sophia. Cool. Warum bist du hierher gekommen? Mir blieb keine Wahl. Das alte Reich liegt in Trümmern. Über kurz oder lang müssen alle Caldera verlassen. Also sind Miguel und ich zusammen mit dem ersten Schiff hergesegelt. Erzähl mir von hier. Arborea ist groß und vor allem nicht zerstört. Hier in der Schwertküste gibt es alles, was wir zum Überleben brauchen. Natürlich ist es nicht ungefährlich, aber die Inquisition ist wachsam. Okay. Ich habe noch Fragen über die Schwertküste. Ja? Kennst du Crow? Nee, was weißt du über die Gefahren? Warum wurde diese Küste nicht zerstört? Wir fragen einfach mal alles. Warum nennt man dieses Stück Land Schwertküste? Frag mich nicht. Wahrscheinlich ist das so ein Männerding. Männerding? Ja, vermutlich wurde sie doch von einem Mann entdeckt. Er hat ihr dann diesen gefährlich klingenden Namen gegeben. Das machen Männer doch immer so. Warum wurde diese Küste nicht zerstört? Ich weiß es nicht. Aber auch wenn sie nicht zerstört ist, ist es hier nicht ungefährlich. Die Protektoren sind auf der Hut und laufen sogar Patrouille. Was weißt du über die Gefahren? Davon gibt's hier nicht wenige. Nicht nur die Tiere, Affen und Jaguare. Irgendwo im Landesinneren leben die Shaganumbi. Es sind Wilde, die nicht mit uns handeln wollen. Aber ihr lasst sie für euch arbeiten. Gefangene. Sie haben uns mehr als einmal angegriffen. Oh, das ist nicht gut. Hast du was Anständiges zu trinken? Deshalb bin ich hier. Bei mir muss niemand durstig bleiben. Wenn du einen Grog brauchst, bist du bei mir richtig. Was hast du noch zu bieten außer Grog? Sieh es dir in Ruhe an. Wir können tauschen, wenn du willst. Hier draußen kann ich alles gebrauchen.
Und für besondere Schätze zahle ich dir gutes Gold. Klingt ja schon mal ganz gut. Wenn du willst, zeige ich dir ein paar Tricks, die dich hier draußen länger überleben lassen. Moment mal. Also erstmal, welche Schätze? Welche besonderen Schätze gibt es hier? Die alten Tempel sind voller Gold und Jade. Statuen, Idole, Masken. Wer mutig genug ist, danach zu suchen, der kann sehr reich werden. Oder dabei draufgehen. Wenn du Interesse daran hast, ein paar Goldstücke zu verdienen, dann hätte ich was für dich. Ist auch nicht gefährlich. Moment. Bring mir was bei. Was willst du denn lernen? Was hat die denn so? Wirkung von Schmerztöter, kannst du ein paar Tricks, um die Leute einzuschüchtern. Da wollte ich das Gold jetzt eigentlich nicht unbedingt für ausgeben. Willst du mir ein Geschäft anbieten? Jeder hier ist scharf auf ein gutes Geschäft. Und der Rotwein hat sich als begehrtes Tauschmittel erwiesen. Das Lagerhaus wurde anfangs nicht gut bewacht und der Wein war schnell weg. Was hat das mit mir zu tun? Fast jeder hat noch irgendwo eine Flasche gebunkert. Wenn du was findest, ich bezahle gut dafür. Was sagst du? Ich schau mal, was ich auftreiben kann. Gut, ich bin die ganze Zeit hier. Und wenn du mal jemanden suchst, findest du ihn wahrscheinlich bei mir. Okay. So, Sophia, du bist mir ja schon mal sympathisch. Okay, Lagerfeuer, wir machen mal neuen Proviant. So, hier nochmal 8 Stück. So, da haben wir wieder 16 Proviant insgesamt. Und wir schauen mal gleich, was haben wir denn hier so ohne Wache? Und die Kiste, die verschlossen ist, kriegen wir auf. Allerdings, Moment, falsche Taste. So, öffnen wir die mal. Concentration, also vor, zurück, vor, zurück, dupdidup, dupdidup. Hä? Okay, ich bin gerade... so, jetzt ist es geöffnet. Geht doch. Fackel und Proviant nehmen wir mit. Das war da also drin. Sehr schön. So, und ich würde jetzt gerne mal hier alles erkunden, ne? Bett? Nee, schlafen will ich nicht. Hups. Rotwein. Ich hätte da schon mal die erste Flasche. Hallo? Hier. Lass uns handeln. Oder willst du ganz... warte mal. Alter, 3 Spitz. Dieser Hut, schwarzes Kopftuch, einschüchtern plus 2, das könnte ich gebrauchen. Mantel, Lederhemd, alte Weste. Ich würde dir aber gerne was verkaufen irgendwie. Säbel, 30 bis 40. Hiebwaffen plus 10. Das Entermesser brauche ich ja nicht. Das brauche ich auch nicht. Auch nicht. Pistole. Woher haben wir denn... Wartet mal. Hä, ist das jetzt euer Ernst? Wir haben neue Gegenstände bekommen und das wusste ich gar nicht. Haben wir wirklich Körper... das hatte ich die ganze Zeit nicht an. Okay, warte mal. Ausrüstung, linke Hand, Pistole. Haben wir auch... Okay. Eine Waffe. Kluges Kerlchen. Ich habe die Waffe doch schon weggetan. Hallo, seid doch mal ruhig. Okay, dann brauche ich kein Oberteil. Ranak, was bist du? Was weißt du über Captain Crow? Palava, du willst sprechen? Palava. Ich sage dir, ich bin hungrig. Bring mir Fleisch, dann sprechen wir. Okay, Fleisch, hier, warte mal. Dafür bin ich nicht gut genug. Ich schau mal, was ich finden kann. Haben wir kein Fleisch? Hier, hallo? Mein Platz ist jetzt hier. Ja, das ist schön für dich. Okay. Der ist mir schon mal nicht so sympathisch. Ist aber auch egal. Arbeiter. Dupdidu. Wir haben da das Schiff. Das ist aber nicht Crows, meinte Stahlbart. Ey, kann ich vielleicht... Warte mal, lass mich mal... Toll, ich dachte, da wäre irgendetwas. So, hallo Miguel, warte mal, Kanone, kann ich damit... Ups, wie kann ich denn... Warte mal, ach so, oh, ich will das Schiff ja nicht kaputt machen, aber ich will nochmal, weil es sich so toll anhört. Bumm, ich positioniere die schon mal hier so, warte mal,
Vielleicht wird die Kanone ja irgendwann mal so gebraucht. Hallo Benito. Schaust du dir die Geschütze an? Ja. Ganz schön beeindruckend, was? Die Rohre sind extra für diese Expedition gegossen worden. Die haben eine größere Reichweite als die meisten Deckgeschütze. Nett. Nett? Was du hier siehst, mein Freund, ist das Beste, was die Rüstungsschmieden Calderas je verlassen hat. Das ist interessant. Und wieso hier? Zur Seeseite? Warum sind die Kanonen zur Seeseite ausgerichtet? Die Molukken halten wir mit unseren Musketen in Schach. Aber was, wenn ein Schiff kommt? Crow hat es bereits versucht. Wir haben ihn mit der Black Betty verfolgt und ihn auf den Grund des Meeres geschossen. Sind das alle Kanonen? Nein, wir haben noch ein paar Kanonen auf den Türmen. Damit können wir den Feind ins Kreuzfeuer nehmen. Bist du der Kanonier? Bist du der Kanonier? Ist das so offensichtlich? Ja. Ja. Du bist offen heraus. Das gefällt mir. Ich weiß, manchmal geht meine Begeisterung mit mir durch. Aber Kanonen sind nun mal mein Leben. Siehst aus wie ein Seemann. Du bist doch kein Pirat, oder? Nein. Ich gehöre zur Inquisition. Ich gehöre zur Inquisition. Echt? Sieht man dir gar nicht an. Ich habe dich echt für einen Piraten gehalten. Naja, macht ja nichts. Ich hatte gehofft, dass du mir ein paar Geschichten über Seeschlachten erzählen kannst. Wenn du willst, also hallo? Hast du denn schon mal auf einem Schiff gedient? Natürlich. Es ist das Größte. Dieser beengte Raum, diese Schräglage und das Schlingern und Stampfen des Schiffes. Nur ein wahrer Meisterkanonier kann in so einer Situation einen sicheren Schuss setzen. Ups. Das stimmt natürlich, Benito. So, ich hatte gerade so ein kleines Problem mit meiner Maus hier, aber ist auch egal. Ich würde gerne Rotwein nehmen. Und dann schauen wir mal, wo es hier lang geht. Ich glaube, hier geht's. Mehr so wieder in den Wald, an den Strand. Ja, genau. Okay, hier wollen wir erstmal nicht lang. Ich würde gerne. Wartet mal. Muss ich dafür schleichen? Oh, dopdidu. Ich will ja nicht, dass. Ey, warte mal. Obwohl, die Haustür ist... Das Schloss ist zu schwer für mich. Ja, 50er. Oh Gott, das schaffe ich ja noch lange nicht. Miguel, hallo. Ich bin Miguel, der Lagermeister von Puerto Isabella. Was kann ich für dich tun? Wir wollen jetzt ein bisschen reden. Erzähl mir was über die Stadt. Im Augenblick haben wir hier eine Festung. Einen Landungspunkt, von dem wir den Kontinent erforschen können. Die unterste Ebene bildet der Hafen. Hier gibt es ein Tor und das Lagerhaus. Dort hast du nichts zu suchen. Ebenso wenig auf dem Schiff. In der Mitte findest du die Handwerker und den Schweinebauern. Zu oberst steht die Garnison. Dort findest du Kommandant Sebastiano und die Protektoren. Ja, noch Fragen? Ich hab noch Fragen. Du bist doch der Lagermeister. Kannst du Frachtkisten gebrauchen? Ja, daran hab ich Interesse. Wie viele von den Dingern kannst du gebrauchen? Die Dinger sind nicht so einfach zu besorgen. Sagen wir, wenn du mir 10 Kisten bringen kannst, werde ich dich angemessen entlohnen. 10 Stück und wir haben gerade mal 4. Ja, super. Gibt es noch weitere Zugänge? Es gibt einen Weg durch das Tal, der zur mittleren Ebene führt. Der wird ebenfalls von uns bewacht. Und da gibt es natürlich noch das Haupttor, oben bei der Garnison. Ich nehme an, das wird ebenfalls bewacht. Du sagst es. Okay, wo darf ich hin? Wo darf ich hin? In den Häusern hast du nichts zu suchen. Das gilt vor allem für das Lager, aber auch für das Schiff. Und die Garnison? Ja, das klärst du am besten mit Kommandant Sebastiano. Okay. Also, Lagerverwalter, kann ich... Wer schleicht, hat nichts Gutes im Sinn. Okay, ich kann nicht. Ich wollte mal schauen, ob der mich irgendwie nicht sieht, wenn ich, gleich schleiche, aber... Oh, hier ist eine Truhe. Oh, Bitch. Kiste, komm. Komm, aufmachen schnell und... Gold und Proviant. Hehe. So, haben wir uns doch mal unter den Nagel gerissen. Was haben wir hier? Rotwein. Och, ich finde hier ganz gut Rotwein. Also, da soll keiner sagen, dass es den Rotwein hier irgendwie selten gibt. So, Schmiede. Ich bin kein Schmied. Kann ich nicht benutzen. Haben wir hier vielleicht... Moin, moin. Cooper. Hallo. Was willst du? Hey, Cooper, kannst du mir vielleicht... Taschen dir... Ah! Das hat sich gelohnt. 75 Gold. Juhu!
Du hattest aber viel Gold dabei. Was hast du denn... nee, Moment, hallo. Du hast wohl viel zu tun. Diese verdammten Protektoren. Keiner von denen respektiert meine Arbeit. Die kümmern sich einen Dreck um den Zustand ihrer Waffen. Oha. Ist ja klar, dass die Dinger in kürzester Zeit vor die Hunde gehen. Und wer darf sich jetzt um den Nachschub kümmern? Hm? Einmal darfst du raten. Also du musst immer neue Schwerter machen. Kann ich dir vielleicht helfen? Kann ich irgendwie helfen? Du? Du siehst nicht gerade wie ein Schmied aus. Aber ich kann es lernen. Wenn du meinst. Aber dann hau rein. Wir haben viel zu tun. Okay, super. Dann zeig mal was. Zeig mir mal etwas von deiner Schmiedekunst. Moment. Zeigen kostet was, Junge. Ich hoffe, du hast Gold. Ich mach das nämlich nicht zu meinem Spaß. Und Gefall schwirrt bei mir nicht. Ja, komm, hauen wir mal ein bisschen Gold raus, ne, hier. Dafür bin ich nicht gut genug. Okay, das ist schlecht. Was hast du denn im Angebot? Willst du kaufen oder nur gucken? Kommt auf deine Ware an. Na ja, schon gut. Zeig mal was hier. Was hast du denn? Oh, zeig mir die zeig Ware. Zeig mir deine Ware. So, Krummsäbel, Piratensäbel. Oh, schwer.